Aloha und herzlich willkommen hier schon wieder zurück bei Let's Play Terraria. Ja, und wer von euch in den letzten Folgen aufgepasst hat, da hatte ich ja erzählt, ich wollte mir gerne etwas umdisponieren, die ganzen Kisten und so weiter, dem wird spätestens jetzt was auffallen. Hier oben haben wir keine Kisten mehr, wie ihr seht, die habe ich jetzt alle aussortiert, machen wir mal Quickstack, ach da haben wir gerade nichts, und hier nach unten verlagert. Ich habe hier noch einen zweiten Raum dran gebaut und da unten noch ein ganzes Stockwerk gleich dran gebaut und jetzt habe ich hier die Kisten alle soweit, ja, sortiert, wie ich es haben will. Hier sind zum Beispiel nur Barren drin, hier sind zum Beispiel nur Ores drin und die Sterne, weil man die ja schnell sehen will, wenn man sie einsammeln will. Und ja, so ist doch einiges Zeug hervorgekommen. Hier hinten sind zum Beispiel nur Zutaten, Materialien drin, die man gebrauchen kann und so weiter und so fort. Ganz unten dann links, wo keiner, kaum jemand hinkommt, ist dann das Zeug drin, was man weniger braucht oder seltener. Der Dreck, die Asche und der ganze Mist im Prinzip. Hier sind Baumaterialien drin, Bricks, hier sind Stones drin. Was haben wir hier? Nur diese, ja, Rubine und Amethysten. Hier haben wir irgendwas drin, bisschen. Hier haben wir nur Statuen drin, hier haben wir so kleine Zusatz-Items drin. Ach, apropos, da könnte ich mir das eine noch reinhauen, da den Plumber-Set. Hier wollte ich mir eigentlich eher so, ja, die Social-Dinger reinpacken. Mining-Pants, Wizard-Head, wobei der Wizard-Head, der gibt ja wieder Equipable Defense. Ah, Social, kann man den auch in Social tun? Vanity-Item. One Defense. Kann man die auch da rein tun? Ja, tatsächlich. 48 Defense kann man auch. Man kann eigentlich alles da rein. Naja, egal. Ihr wisst schon, was ich meine. So, und wir sind dann jetzt wieder so weit bereit hier, um ein paar Sachen aufzustocken. Ich habe mich mal nebenbei so ein bisschen erkundigt, was man zum Beispiel hier reinziehen könnte in die Accessory Fields, was da gut wäre für uns als Kämpfer sozusagen. Oder, ja, was wir halt noch machen wollen. So, und ich glaube, ein Item hatte ich schon gefunden, was ich verwenden wollte. Wo war denn das? Das eine war das Warrior-Emblem, was ich haben wollte. Hier haben wir das Angry Ranger-Emblem. Das brauchen wir nicht. Das können wir übrigens von der Wall of Flesh bekommen, wie ich erfahren habe. Das müssen wir uns mal noch suchen. Und hier, das Feral Claws. Die wollte ich gerne noch haben. Und dafür würde ich ganz einfach die Fleeting Spectre Boots oder die Violent Lucky Horseshoes wegtun. Tun wir halt mal die Fleeting Spectre Boots weg. Ich denke mal, die sind jetzt nicht ganz so wichtig. Und hier, das Depresses Feral Claws, die geben uns 12% Melee Speed, also Angriffsgeschwindigkeit obendrauf. Und plus 1% Critical Strike Chains. Zack. Jetzt dürften wir mit dem Schwert schon schneller hauen können. Ja, ihr seht schon hier, das geht schon gut ab. Ja, das reicht schon. Wir wollen natürlich noch andere Sachen finden und verbessern wollen wir auch noch Sachen. Wir können ja mal ein bisschen Gold und Geld rausnehmen. Und einfach mal schauen, was es kosten würde, so ein Ding zu verbessern. Zum Beispiel hier, was haben wir denn hier? Die Angel Wings sind hasty. Ja, ich probiere mal das. Das hat ja plus 1%, ob man das verbessern kann. Das würde mich jetzt interessieren. Reforge. Presses Feral Claws. 6 Gold und 5 Silber. Probieren wir mal. Zack. Die Angry Feral Claws. Ne, probieren wir es nochmal. Brisk. Jacked. Wild Feral Claws. Interrupted. Was? Interrupted. Rash Feral Claws. Warding Feral Claws. Auch nicht schlecht. Guardian Feral Claws. Nee. Lucky Feral Claws. Ach Mensch, jetzt kommen aber hier mal. Violent Feral Claws. Ach, die sind eigentlich erstmal ganz gut. Nochmal Melee Speed geben die oben drauf. Ja, ihr seht, ich brauche einfach mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld. Wir müssen uns mal die Geldmaschine so langsam aber sicher craften. Dass wenn Blutmond ist, wir richtig Kohle abkassieren können. Ja, ich wollte eigentlich die Menacing Feral Claws draus machen, weil ich glaube, das ist
somit für einen Warrior stark von Bedeutung, sag ich mal. Des Dingens. Haben wir noch Musketenbälle? Wir haben noch Bälle. Das heißt, wir könnten uns eigentlich... Moment, ich glaube, ich mache mir mal noch ein paar. Die müssten wir doch irgendwo haben. Hm, hatte ich doch hier in meiner Fernkampf. Genau, da Musketenbälle. Dann nehmen wir uns die mal raus. Kaufen uns mal noch welche dazu. Na, kommst du schon hier hoch? Jamal. Hopp. Hey, Jamal, nicht wegrennen. Ich will doch bei dir was kaufen. So, Musketenballs. Shop. Ach so, wir haben natürlich kein Geld dabei. Ich bin ja spitze unterwegs wieder hier. Zack. Kupfer. Ja, Kupfer und Silber. Mehr denke ich, wir brauchen wir dazu nicht. Dann kaufen wir es gleich durch die Decke bei ihm ein. Lalalalala. Zack. Und nochmal ein paar. Ah, nochmal. Da gehen noch 100 Stück. Ja, so ungefähr sollte das schon reichen. Und dann wollen wir uns aus diesen Musketenbällen natürlich wieder die Meteoritendinger machen, wenn wir denn jetzt noch Meteoritenbarren übrig haben. Oder Ohr war es ja. Metroid. Ohr haben wir nur eins. Das ist aber schade. Das ist aber schade. Oder gingen auch noch andere? Moment mal. Ich muss mal kurz den Guy fragen. Guide. Guy. Nicht den Guy, den Guide. Crafting. Zeig mir noch mal, was man aus den Dingern machen kann. Metroid. Ach, ich brauche Metroid Bars. Genau. Gut, dann passt das ja. Nicht Metroid Ores, sondern Metroid Bars. Die haben wir ja, so wie ich das gesehen habe. Zack, da haben wir noch 17 Stück. Nicht allzu viel, aber immerhin. So, und dann machen wir uns hier mal die Metroid Shots draus. Da haben wir noch 250. Und da haben wir auch nochmal 175 bekommen. So, das sollte doch reichen, wenn wir uns jetzt wieder der Wall of Flesh widmen wollen. Widmen wollen. Wir wollen uns ihr widmen. Wo habe ich denn die Voodoo Doll? Genau, Guide Voodoo Doll. Und ich glaube, es war auch irgendwie so, dass man die Wall of Flesh nur einmal alle 24 Stunden oder so beschwören kann. War das nicht irgendwie so? Ich glaube, irgendwie so war das. Naja, lassen wir uns erstmal in die Tiefen hinabfallen und sind gespannt, was uns da so erwartet. Wir haben auch wieder 10 Spelunker Potions dabei und den Rest. Oh, was habe ich denn da gerade eingesammelt? Blinkroot, glaube ich, war das. Beziehungsweise, das ist eingesammelt. Ich habe es einfach erstmal abgetragen. Hey, da war ein Slime. Sondern wir müssen bedenken, die Lucky Horseshoes haben wir noch, aber wenn wir die später uns irgendwann mal ausziehen, dann müssen wir bedenken, dass wir natürlich nicht mehr unverwundbar dann sind, wenn wir stürzen. So, fliegen wir mal ein bisschen umher. Zack, man kann irgendwie immer nur begrenzt fliegen, kann das sein? Da verfolgt uns eine Fledermaus. Zack, das hast du davon. Wenn du uns verfolgst. So, jetzt können wir natürlich nicht mehr rennen, da wir die Fleeting Boots nicht mehr haben. Ich weiß nicht, oder hätten wir die behalten sollen? Das ist natürlich immer so eine Geschichte, was man da am besten nehmen soll. Naja. Weil wenn man rennt, wäre man doch ein bisschen schneller gewesen. Ich glaube, ich hau die dann wieder rein. Irgendwie vermisse ich die schon. Also kann man nicht mal schnell irgendwo lang rennen. Ja, okay, aber andererseits sind die, wie gesagt, auch nur fürs Rennen da, nicht wahr? Was haben wir denn da oben? Da oben haben wir noch irgendwas. Das will ich mir gleich mal angucken. Mensch, hau ab! So. Da haben wir doch noch was. So, was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Ach, Mithril. Guck mal einer an. Da haben wir noch eine ganze Mithril-Ader gefunden. Das ist doch nice. Und das ohne Spelunker-Potion. Heieiei. Könnt ihr mal sehen.
Und da ganz links sehe ich gerade auch noch was. Ohne Spelunker Potion, jawohl. So, dann könnten wir eigentlich mal den da wegmachen. Dann kann nämlich die Lava abfließen. Und wir können uns noch ganz gewitzt hier die anderen Mithrilbarren holen. So, sehr schön. Jetzt ist hier gleich ausgetröpfelt mit der Lava. Zack, das war's schon. Die fließt jetzt da nach unten. Oh, wer kommt denn da? Ein Voodoo-Dämon. Zack. Der hat auch wieder eine Voodoo-Doll fallen lassen. Da ist noch einer. Der hat auch wieder eine Voodoo-Doll fallen lassen. Sehr schön. Haben wir nochmal zwei Voodoo-Dolls mehr im Prinzip. Das hier ist jetzt natürlich blöd. Daran habe ich gar nicht gedacht. Moment, dann mache ich mal so. Mal gucken, ob das jetzt alles hier wieder wegtröpfelt. Das wäre sehr schön. So. Was war denn das gerade? Zerstört irgendjemand Glas? Achso, ich glaube, das ist hier irgendwie wahrscheinlich die Lava. Na komm schon, tröpfel ab hier. Das wird doch nicht so lange dauern. So, hier haben wir noch Fledermäuse. Zack, eine nach der anderen killen. Mensch, das dauert aber hier. Tue ich mal nochmal eins wegmachen. So, da geht's hoffentlich schneller. Jawohl, jetzt verschwindet die Lava so langsam. Gut, können wir da zumachen. Hier können wir eine Fackel mal hinstellen. Wow, was kam denn da runter? Armored Skeleton. Der hat irgendwie gebrannt. Der kam von oben runter gestürzt. Einfach mal eben. So, jetzt haben wir hier auch befreit von Lava alles. Zack, wir brennen jetzt zwar ein Stück, aber egal. So, okay, hier könnten wir auch nochmal eine Fackel hinsetzen. So, dann passt das wieder hier. So, und ich glaube, hier oben hatte ich doch auch gerade was gesehen. Da. Das müsste Kobalt sein. Kobalt, jawohl. So. So. Dann holen wir uns das Kobalt mal noch. Muss man ja nicht liegen lassen, wenn man es schon im Visier hat. Zack, zack. Tja, das haben die Fledermäuse davon. So, hier geht's noch hoch. Haben wir hier noch irgendwas Wichtiges vergessen? Wow! Ein Imp. Da ist noch einer. Sauhund. So, da oben haben wir auch noch was. Hallo, Imp. Gibt's da nicht? So, ach, das wollte ich jetzt gar nicht so machen. Aber egal. So, wow. So, da haben wir noch eine Kobaltader, wie es mir scheint. Mensch, lästiges Teil, du. Na komm. Oder leck fett. Wie auch immer. Ey, jetzt reicht's mir aber hier. Diese Fledermäuse immer. So, da hätten wir hier noch ein bisschen Kobalt eingesackt. Ist ja auch nicht verkehrt. Zack. Noch so ein Dingens zerstört. Ja, eine Fireblossom eingesammelt. Die ist auch immer sehr nützlich. Scheiß Fliege schon wieder. Das gibt's dann nicht heute. Wollen nämlich alle ärgern. Da, was war das denn jetzt? Irgendwas in den Mund reingeflogen. Gittigit. Boah, diese kackkleinen Fliegen. Erstmal weggelatscht hier. Das ist doch die Höhe. So, da oben geht's noch rein. Ja, ja, Fledermäuse, Fledermäuse. Alles voller Fledermäuse. Zack, zack. Jetzt mal ordentlich hier Feierabend machen im Gelände. So, mal einen Heiltrank schlürfen kann ja auch nicht verkehrt sein.
So, haben wir noch Fackeln? Die würde ich gerne überall an der Decke anbringen. Dass man auch alles sieht. Ich glaube, ich habe sowieso schon wieder viel übersehen hier, aber okay. Wow, da kommt schon wieder so ein Demon an. Luftkampf hier. Sehr schön. So, festhalten. Ab geht die wilde Fahrt. Und dann Danai. So, scheiß Fledermaus. Die haben wir es auch wieder gegeben. Wow. So, sind wir hier drinnen. Holen uns erstmal die Kobaltader da raus. Ja, eigentlich wollten wir die Wall of Flesh machen, aber wenn wir hier schon wieder die ganzen Utensilien und Materialien sehen, dann nehmen wir die doch einfach mal mit. So, hier. Feierabend in dem Spektakel. Hält doch keine Sau mehr aus. So, was haben wir da noch? Da haben wir nichts mehr. Mensch. Na, oh, wie viele Fledermäuse hier immer auch ankommen. Das ist doch nicht zu fassen. Ist ja alles voll mit diesen Viechern. Oh, da haben wir gleich noch eine Ader entdeckt. Was ist das wohl? Das dürfte auch Kobalt sein. Ja. Sehr schön. Auch ganz nice. Kobalt haben wir zwar en masse mittlerweile. Brauchen wir eigentlich schon auch fast nicht mehr. Wow, was geht denn hier schon wieder ab? Eieieiei. So, da ging es doch rein, oder nicht? Jawohl. Na, so fast. Na, egal. Ich glaube, das ist nicht wichtig, was es da drin gibt oder gab. Fackel. Dankeschön. Bitteschön. So, ach Mensch, schon wieder eine Fledermaus. Die machen hier irgendwie einen Spaß mit mir, habe ich das Gefühl. Zack. Waren wir hier hinten schon mal? Ich weiß es gar nicht. Also gebaut haben wir hier, aber ich weiß nicht, ob wir schon mal im Hard Mode hier gewesen sind. Das kann sein, dass wir hier noch nicht gewesen sind im Hard Mode. Das findet da natürlich... Ach, zack, hier. Fire Blossoms. Fire Blossoms können wir alle einsammeln. Können wir für schöne Tränke gebrauchen. So, gucken wir einfach mal. Oh, da haben wir eine Adamantite-Ader gefunden. Seht ihr das, Leute? Seht ihr das? Ob ihr es seht? So. Die krallen wir uns mal. Adamantite, 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 Adamantite. Vielleicht noch etwas Adamantite. So. Ich will jedes Stück Adamantite haben, was geht. So, na toll, jetzt sind wir hier schon wieder auf Höhlentour. Aber wollten doch eigentlich die Wall of Flesh killen. Oder irre ich mich da? Nee, ich glaube, ich irre mich nicht. Wollten wir doch machen. Toll, und der gute Kelturio hier, der ist schon wieder auf Höhlentour. Naja, aber wir wollen ja auch uns, wie gesagt, was ich vorhabe ist, wir wollen uns die Hollow-Rüstung machen. Und dazu zählt nun mal auch das Mineralienfarmen, weil dazu braucht man eben alle drei Rüstungen. Und dann noch Soul of Mites und was es da nicht alles gibt. Da müssen wir also dann auch mal gegen den Destroyer kämpfen. Wobei ich weiß jetzt gar gleich mal noch gar nicht, wie man den Destroyer beschwört. Na, gehst du kaputt jetzt? Jetzt darf ich nicht drauf gehen. Das wäre ärgerlich. So. Ich hab nur einen Health, Leute. Ich habe ein einziges popliges Health. Hör mir auf. Mich darf gar nichts treffen, nicht einmal. Wow. Da habe ich jetzt richtig Schiss, hey. Okay, unser Health regeneriert sich wieder. Ist schon mal gut. Und wir müssen noch 20 Sekunden warten, bis wir hier Dingens haben.
einen Heiltrank wieder nehmen können. Gehe ich mal hier hoch. Mal gucken, was es hier so gibt. Da gibt's nichts. Hopp.